Der Kompass ist die Antwort. Da und da sind Teleportfelder, das heißt, da ist keins, da ist keins, da ist eins. Da ist keins, hinter mir ist eins. Ich hätte vorher schon auf den Kompass gucken sollen. Dankeschön. Hallo Zeug. Essen. Das ist nett von dir. Okay, die können wir nicht runterhauen. Wäre auch gemein wahrscheinlich. Aber ansonsten ist hier wohl nichts. Okay. So kann man auch verzweifeln. Und wir haben wieder zu viele Speicherplätze. Ja, wir sind ungefähr 20 Speicherpunkte über der LP-Anzahl mittlerweile. LP 1,30. So. Dann gehen wir mal hier hoch. Wo sind wir jetzt? Test Chamber. Die Testkammer. Und ich höre sie wieder. Das ist nicht so toll. Ich sitze gerade irgendwie in einer Sackgasse. So. Dich habe ich nämlich da rumschlurfen gehört. Okay, diese Testchamber sieht garstig aus. Ah, da oben flattern noch zwei so Augentyrannen rum. Oder Betrachter, oder wie man mit sie auch immer nennen möchte. Mögt ihr nicht runterkommen? Irgendwie nicht. Da drüben ist auf jeden Fall schon mal ein Gegenstand. Und hier wäre wahrscheinlich der Weg nach unten. Dann gehen wir eben mal hier eins nach oben. Merken, dass uns das nichts bringt. Der hebt uns fest, während wir schon runtergefallen sind. Du bist auch ruhig. Wow. So. Weg mit dir, du nervst. Und das Licht geht aus. Ich höre dich da oben rumflattern. Ja, wie weiter? Okay, ich glaube, ich sehe es schon. Oh, hi. Oh. So. Stirb einfach. Und ja, so. Oh, schöner Crit. Da unten ist eine Druckplatte.
Platte, wenn sie auch irgendwie etwas komisch aussieht, glaube ich. Weil was anderes sehe ich nicht. Ja, da müsste eine Druckplatte sein. Wir haben ja zum Glück noch ein paar Steine. Okay, dann könnten wir uns jetzt hier runter abseilen. Okay, wir können einfach runterhüpfen. Und ein neues Problem bekommen. Zum Glück kann man euch einfrieren. Teleporter, noch eine Druckplatte. So, sicher ist sicher. Hier nehmen wir einfach mal die Fackel mit. So. Und hier können wir auch die Fackel einfach drauflegen. Nein, das war nicht das Licht, was wieder ausging. Da drüben würde ich auf jeden Fall gerne hinkommen. Ist jetzt hier offen? Ja, hier ist jetzt offen. Hier können wir runterplumpsen. Hier ist eine Kanonenkugel. Drei Stück sogar. Und könnten hier wieder runterplumpsen. Nö. Was machst du? Ah ja, du machst hier eine Brücke, die aber gleich weggeht, sobald du das Ding triffst. Okay. Venom Fang Pick. Dann geht auch hier die Tür auf. Okay, machen wir es so. Wir legen da das Ding hin. Legen da eins hin. Da was hin. Da müssen wir was hinlegen. Und da müssen wir was hinlegen. So, dann. Hä? Okay, hier dürfen wir nichts hinlegen. Wir müssen hier was hinlegen. Geht das dann? Oder müssen wir das? Wie müssen wir denn das machen? Also wenn ich hier was hinlege und dann schieße, du teleportierst wieder in die andere Richtung? Ja, irgendwie schon. Okay, dann bist du schon mal der Falsche. Versuchen wir es mal mit dir. Wie teleportierst du? Du teleportierst in die Richtung. Ich habe genug Pfeile. Dann kann ich doch einfach Pfeile hierfür verwenden. So, wie teleportierst du? So. Und so, wie geht das so? Okay. Und du? Gut. Wow, rüber.
Und hier habe ich wohl irgendwas aktiviert. Ah ja, die Teleporter unter uns, die uns einfach wieder hochportet. Okay. So. Potion of Dexterity für dich. Rüber, 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 hier rüber, hier rüber, hier lang. Okay, wow. Und wir haben wieder was Neues gefunden, hä? Ja, den Weg nach oben. Aber das hier sieht so aus, als ob es da noch was geben würde. Hier nehme ich auf der anderen Seite. Das gucken wir mal kurz. Es kann nämlich sein, dass es hier in Nex Festung neue Secret-Dinger gibt. Tatsache, hier gibt's was. Zwei Resurrection Potions. Wow, jetzt haben wir ja wohl genug Resurrection Potions. Was sagen die Statistiken jetzt eigentlich? Uns fehlen noch 8 Secrets. Okay. Wow, so. Aber ja, ich würde mal jetzt... Ich gucke noch kurz ins nächste Stockwerk. Wollte ich sagen. Aber erstmal falle ich wieder runter und breche mir das Genick. So. Beziehungsweise breche ich mir fast das Genick. Du hast auch schon wieder fast Hunger. So, so, so. Gucke ich noch mal ganz kurz hier hoch. Was haben wir gefunden? Die Leere. Und ich höre Spinnen rumlaufen. Noch mehr Essen. Also ich glaube, ums Essen brauchen wir uns hier drin doch noch keine so großen Sorgen zu machen. Aber wie gesagt, jetzt geht es erstmal zurück zum Speicherkristall. Es ist mal wieder Zeit für einen Cut. Leider. Dumm. Also ja, ich werde wahrscheinlich einen 100%-Run hier draus machen. Das verspreche ich jetzt schon mal, weil, wie gesagt, wir haben wirklich nicht mehr viel. Es fehlt uns noch ein Power Gem. Wobei ich hoffe, dass wir den hier kriegen. Wenn nicht, dann sagt es mir einfach. Ein Epic Item. Das ist das Vogue-Teil. Das könnt ihr mir auch ruhig sagen, wo wir das, wo ich das finden kann oder mir einen Hinweis geben. Es fehlen noch 2 Levels, die wir nicht besucht haben. Okay, das ist gut. Und uns fehlen noch insgesamt 8 Secrets. Also wenn ich hier so durchzähle, Epic Items 1, 2 Secrets auf jeden Fall. 8 Secrets fehlen uns noch. Wenn ihr mir Hinweise geben wollt, dann ist es gut. Wenn nicht, dann muss ich irgendwie selber nachforschen, wo ich was übersehen habe. Aber ja, jetzt erstmal speichern. So, LP131. Und dann sehen wir uns gleich wieder.